Deckung habe mir. Ich würde in Richtung Schreibtisch, über den Schreibtisch rüberspringen und mich dann da verschanzen. Mhm. Genau. Dann könnt ihr sehen, wie er aufplatzt. Es spritzt Blut im gesamten Raum umher. Und dann könnt ihr sehen, wie wohl ein schwarzer, blau-schwarzer, was ist das, ein gleißender Ball aus Plasma aus ihm heraus aufsteigt. Die Drachen des sind meine Werber. In Verheim haben wir nicht gekämpft, sondern rekrutiert. Was war das denn? Ich habe keine Ahnung. Hoffen wir, dass es nur eine Nachricht war, die von irgendwem irgendwann mal überbracht wurde? Hoffen wir, dass nicht der schwarze Drache jetzt verständigt wird. Er wird es wahrscheinlich so oder so erfahren. Früher oder später mit Sicherheit. Andererseits, die beiden scheinen ja auch nicht so dicke gewesen zu sein, wenn er uns freimütig angeboten hat, den schwarzen Drachen zu verraten. Was faselt er von seiner merkwürdigen Philosophie? Ich weiß auch nicht. Er klang recht irre. Nun, jetzt ist er tot. Habt ihr Anspruch auf seinen Stab? Selbstverständlich. Das muss alles weggeschlossen werden. Ach, er ist doch ungefährlich. Der Magier ist tot. Der Magier ist tot, aber man weiß ja nicht, was er alles Unheiliges in seinem Stab hatte. Da ist es besser, Vorsicht walten zu lassen. Und wie ihr wisst, haben wir die geeigneten Aufbewahrungsmöglichkeiten dafür. Nun, wir auch. Aber mal im Ernst, also ihr seid ja noch nicht so lange dabei. Traut man euch schon mit solchen Sachen? Natürlich. Natürlich. Zudem, es war, glaube ich, ein ehemaliges Mitglied der Schwarzen Gilde. Ja, was auch immer. Wir schauen uns hier erst einmal um. Eine gute Idee. Beginnen wir mit diesem Schreibtisch. Ja, ihr findet Aufzeichnungen viel zu Morgwin an sich, die wohl mit Sangorit-Kristallen eine große magische Zukunft haben könnte, wenn sie denn ausgebildet wird. Vor allem zaubert sie gerade mit viel geraubter Lebensenergie, was wohl an dem Sangorit selbst liegt. Ihr findet weitere Sachen zur Zeit und zur Limbus-Magie, also Aufzeichnung von ihm, der da wohl relativ versiert zu sein schien. Immerhin konnte er mit einem einzelnen Token aus seines Stabes den Tempostasis wirken und wollte euch da wohl demonstrieren, wie er unabhängig von euch durch die Zeit sich bewegen kann. Sprich, euch einfriert und selbst durch den Raum geht. Ja, das sollten wir auf jeden Fall einstecken. Was ist mit seiner Schülerin? Gute Frage. Am liebsten würde ich sie natürlich in den Schoß der Götter zurückholen. Allerdings weiß ich nicht, inwieweit sie schon verdorben wurde durch seine Lehren. Beenden wir dieses Spiel. Sie kann nicht zurück. Ich weiß nicht, ob ich das über das Herz bringe. Dann überlass es mir. Wollen wir nicht wenigstens versuchen, mit ihr zu... oder sie zurückzuholen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte Asabo mit ihr reden. Er hat so ein gutes Gespür für Leute. Meinen Sie wirklich? Ich halte es für ein aussichtsloses Unterfangen, aber... Nun, wenn ihr es unbedingt versuchen wollt, aber ich mache euch darauf aufmerksam. Ihr seid schuld, wenn Asabo irgendetwas passiert. Das kann ich natürlich nicht riskieren, allerdings... Sie ist auch nur 7 Jahre alt. Vielleicht sollten wir sie erst einmal komplett in Ruhe lassen und uns darum kümmern, wenn diese ganze Befreiung hinter uns gebracht wurde. Sie kann aber nicht in der Stadt frei herumlaufen. Nun, dann müssen wir wohl das Portal deaktivieren. Wisst ihr wie? Natürlich nicht. Das müssen wir analysieren. Oder habt ihr vielleicht in den Aufzeichnungen irgendetwas darüber gefunden? Das würde uns die Sache natürlich enorm erleichtern. Ich habe es noch nicht gelesen, aber es wäre ein Versuch wert. Gut, verschieben wir das auf etwas später und schauen uns erst einmal um. Wer weiß, ob es hier noch weitere Wachen oder gebundene Dämonen oder so etwas gibt.
Ich würde mal zu dem Leichnam gehen, ihn auch so ein bisschen aus den Flammen zerren, damit er hier nicht weiter kokelt. Ja, also die Seide von seinem Magierumhang ist definitiv schon angebrannt, weggefressen und das stinkt auch mittlerweile schon so ein bisschen nach Menschenfleisch, aber du kannst dann auch ihn so ein bisschen aus dem Feuer rausziehen und ja, dann ist nur noch dieser ekelhafte Gestank von den Haaren bei euch. Unten könnt ihr euch immer noch diesen riesigen Katarakt hören, dieser Wasserfall, der sich da gießt, während ihr dann euch so ein bisschen Magierturm umseht. Morgwin ist tatsächlich verschwunden. Ihr könnt dann oben nur noch das Portal mit dem Limbus erkennen, was da wohl immer noch weiter flirrt und fluoresziert. Währenddessen kommen Jadon und Boltax bei dem alhanischen Bienenkönig an. Ja, Boltax wollte sich verkleiden. Genau, die Frage war noch, hat Isarun ihren Mantel da gelassen, ihren Ignoratia-Mantel? Den würde ich nämlich mitnehmen. Ansonsten würde ich im Hotel bleiben, weil es ist mir dann doch nicht wert. Nee, der war ja extra für euch. Also das hattest du ja auch schon vorher gesagt, dass du den benutzen möchtest. Von daher ist der im Hotel geblieben. Gut, dann würde ich den benutzen und einmal einsetzen, um dorthin zu gelangen. Ja, gemeinsam unter der Führung von Koriana, die euch dann die Richtung weist und selber dann sich verabschiedet, nachdem sie euch dann dort stehen lässt, würde wohl weiter in Richtung von Kunkeras Höhle gehen, um dann taktische und strategische Überlegungen anzustellen. Könnt ihr vor euch im Boden erkennen, wie dort wohl der Boden rausgerissen wurde und große sechseckige Waben angelegt worden sind, in denen Myriaden von Insekten schwirren, weitere Hexagon-Strukturen, ein Hexagon im Hexagon im Hexagon, was immer weiter ins Unendliche verkleinert, dann dort euch fast den Verstand raubt und innerhalb dieses, ja, es ist ungefähr 3 Meter unter euch, würdet ihr sagen, müsstet dann runtersteigen über so eine kleine treppenförmige Wabenstruktur, wo dann der Boden so ein bisschen matschig nachgibt und da so ein bisschen Honig rausläuft oder Wachs, könnt ihr auch tatsächlich den alhanischen Zaubermeister erkennen, dem wohl aufgrund eines Paktmales ein riesiger Bienenwabenkorb aus dem Kopf und aus der Schulter herausgewachsen ist und er an vielen, vielen Stellen Wucherungen ausgebildet hat. Überall um ihn herum surrt und summt es. Nun, das scheint er wohl zu sein. Sollten wir mit ihm reden? Könnte zumindest nicht schaden. Ich denke, wir werden nicht mehr so häufig die Gelegenheit haben. Vielleicht bringen wir etwas Neues in Erfahrung, was uns noch weiterhelfen kann. Er hat wohl mittlerweile mitbekommen, dass ihr wohl da seid und gerade oben an dem Eingang zu seiner Wabe steht. Kommt er dann auf euch zu, als wohl so ein Stab, an dem wohl auch ein weiterer Bienenkorb draufgesteckt worden ist und humpelt dann wohl ein bisschen in eure Richtung, guckt euch dann aus insektenförmigen Augen an, viele, viele Pupillen, die darin stecken und euch weiterhin den Verstand rauben, während er dann durch diesen matschigen, ja fast sumpfigen Honig- oder Wachspfad dann auf euch zukommt. Ihr seid Goldhand? Was wollt ihr kaufen? Nun, da ihr der Imker seid, bin ich mir sicher, dass ihr schon wisst, dass ich hier bin, um über Honig zu reden. Den besten Honig. Das sagte man mir. Und die, ich blicke mich ein wenig in dieser Wabe um, einzigartigste Herstellungsweise, von der ich wohl je gehört habe. Wie viel Tonnen braucht ihr? Nun, ich dachte einen Karren voll, also sagen wir 20 Fass? 20 Fass. Gut. Bester Preis. Warte, warum ihr einen Preis sagt. 10 Dukaten pro Fass. 10? Für Honig aus Wahrung? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen solchen Absatzmarkt da oben finde. Sagen wir doch 8. Warum? Verzeiht. Die Kälte des Nordens kommt schon zu mir. Warum bittet ihr uns nicht hinein? Wir setzen uns, trinken eine Tasse Tee und besprechen das in Ruhe. Du merkst, wie er sowohl seine Augenlider schließt, und zwar nicht so, wie es Menschen tun würden, von oben nach unten, sondern von Seite zu Seite. Guckt euch dann wieder verständnislos an. Du kannst ihn einfach nicht begreifen. Er ist so merkwürdig. Blickt sich dann rum in seiner Bienenwabe und deutet dann auf die Treppe, dass du die runtersteigen kannst. Du siehst keine Häuser, also, du siehst keine Tische, Stühle. Er wohnt einfach in dieser Wabe. Gut, ich
eigene Bienenwabe. Ja, ich würde nicht daran folgen. Nicht, wie dies schlecht werden könnte. Ja, wenn ihr dann die Treppe runtersteigt, könnt ihr wohl merken, wie ihr wohl aufgrund der Schwere eurer Rüstung, ganz generell eures Körpers und weil ihr nicht so ganz angepasst seid, ihr versinkt so ein bisschen sumpfig, matschig, morastig in dem Wachs und dem Honig. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, sorry, ich habe es vergessen, bevor wir zu Hause wechseln, dass ich die Platte wohl da gelassen habe. Trotzdem bist du viel zu schwer. Das ist, das nehme ich an, ich wollte es nur erwähnt haben. Ja, ich wahrscheinlich auch. Also ohne Rüstung, aber ich habe ja ein kleines Bäuchlein und Wir stellen alles selbst her. Die Bienen gehören alle mir. Alle mir. Die Bienen. Verzeiht. Nun, um die Bienen will ich euch natürlich auch nicht streitig machen. Es geht mir um ihre Erzeugnisse. Und aber, wenn wir doch schon hier sind, wenn ihr die Zeit erübrigen könntet, könnt ihr uns ja vielleicht einen kleinen Einblick in euren Herstellungsprozess geben? Was ist dies da drüben zum Beispiel? Es sieht sehr interessant aus. Du merkst wohl, wie er sich umdreht und während er das tut, löst er sich wohl auf in 20, 30, 40 Bienen, fliegt dann dorthin in einem großen Schwarm und setzt sich dann dort wieder zusammen. Werfe Boltax einen zweifelhaften Blick zu und gehe dann hinter ihm her. Honigwaben! Sehr interessant, diese Struktur. Sind alle Honigwaben so aufgebaut oder gibt es auch andere? Ja, du guckst gerade nochmal so ein bisschen auf den Boden und wie gesagt, dir fällt halt auf, du stehst in einem riesigen Hexagon, was nochmal verschachtelt ist in einem weiteren Hexagon. Das wird immer kleiner und wenn du mit dem Auge das so ein bisschen herantastest, du siehst immer wieder weitere Hexagonfelder, die innerhalb dieses etwas größeren Hexagons sich befinden, was dir einfach gerade so ein bisschen den Verstand raubt. Ah, okay, Fraktalstruktur. Genau. Wow, eure Bienen sind sehr fleißig, wie mir scheint. Haha, aber wahrscheinlich haben sie hier auch besonders gute Bedingungen, nicht wahr? Fängt gerade ein bisschen an zu würgen und hustet da wohl irgendeinen Klumpen aus und hält dann so seine offene Faust dann in Richtung von ja so einem kleinen Stock, wo dann zahlreiche Bienen, Insekten dann sich auf dieser Faust, auf diesem Klumpen niederlassen und dann dran lecken und sabbern und beißen mit ihren Zangenwerkzeugen. Der Schwarm ist groß, gezüchtet über 5 Jahre. Oh, sagt ihr, ist es ein einzelner Schwarm, nicht nun mehrere, wie es ein Imker normalerweise hätte? Mokosha wollt. Wo ist die Königin? Ich bin die Königin. Reden wir wieder über das Geschäftliche. 10 Dukaten sind mir pro Fass auch ein bisschen zu viel. Sagen wir, für die erste Lieferung 8 und sollte ich der Meinung sein, dass ich einen guten Absatz finde, verhandeln wir die nächste neu aus? Gemacht. Abgemacht. Ich reiche ihm leicht zögerlich die Goldhand hin. Ja. Wie groß ist denn der Raum, also von der Deckenhöhe her? Es gibt keine Decke. Du stehst einfach nur, also da hat irgendetwas in den Fels ein Loch eingefressen und innerhalb dieses Loches siehst du diese Hexagonstruktur. Es ist kein Gebäude. Okay, ja, das einfach ist ein Loch im Boden. Klar, aber wie hoch geht's, bis ich irgendwas sehe oder sehe ich keine Deckenstruktur oder ähnliches? Ja, also wie gesagt, wenn du so ein bisschen in diesem sumpfigen Honigwachs runter sapscht, du bist dir nicht ganz sicher, wie tief das da ist. Du weißt nicht genau, wie tief so eine Bienenstöcke dann sind. Es klingt doch ganz hervorragend. Ich werde morgen einige Leute vorbeischicken, die Abholung und den Transport klären. Ist dies angenehm? Gemacht. Du merkst wohl, wie gerade von seiner Geschwürhand also die ein oder andere Larve, so eine Bienenlarve dann rüberwandert auf deine zum Glück noch Goldhand. Lass mich trotzdem eine Selbstbeherrschung proben. Ja, das sieht gut aus. Ich kneife mir die Zähne zusammen, die Hand nicht sofort kräftig zu schütteln. Hervorragend. Erwartet dann meine Gesandtschaft. Dann wünsche ich euch noch einen. Eine Sache wäre da noch. Ich hätte noch eine Frage. Ihr kennt euch ja besonders gut mit Kerzen aus, nehme ich an. Und du merkst wohl, wie seine Augen aufleuchten und schimmern und dann schließt er sie wieder seitlich. Guck dich an. Nickt. Hm.
Ich habe einmal von einer ganz besonderen Kerze gehört und ich hatte auch die Möglichkeit, einer solchen habhaft zu werden. würde sie euch gerne einmal zeigen. Vielleicht habt ihr so etwas schon einmal gesehen, vielleicht auch nicht. Das sieht da interessiert aus, wenn dieses Gesicht interessiert aussehen kann. Ja, ich würde einmal zu Yalan gucken. Ja, sieht gerade etwas ertappt aus, denn er hat angefangen, sich unauffällig hinter seinem Rücken die Hand abzuwischen. Ja, nun, ich denke, Zeit genug, um dieses Gespräch fortzusetzen, haben wir wohl noch, wenn es in euer Interesse ist? Nun, ich habe... Aber vergesst nie, Zeit ist Gold. Der Schwarm wird nicht müde. Die schwarze Mutter hat uns gesegnet. So sieht es wohl aus. Ja, dann würde ich mal meine Trollkerze hervorholen und ihm zeigen. Schlechtes Wachs. Nun, das Wachs ist es nicht, was diese Kerze besonders macht. Goldhand, was meinst du? Soll ich die Kerze einmal anzünden und es ihm zeigen? Kein Feuer. Dann nein. Nun, dann nicht. Dann bedauere ich, werdet ihr diese Besonderheit leider nicht sehen können. Schlechtes Wachs. Nun, es war eine Freude, mit euch Geschäfte gemacht zu haben. Dann einen fleißigen Arbeitstag noch. Jetzt siehst du wohl, wie er glücklich aussieht, weil fleißig kann er. Damit Boltag so ein wenig an den Schultern mitziehend, wenn er noch versucht, stehen zu bleiben und irgendwas zu betrachten, geht es dann in angemessenem Tempo wieder hinauf. Und wenn wir dann irgendwie 2-3 Gassen weiter sind, wird es sehr erleichtert aufgeatmet. Das war ein Erlebnis. Ja. Mir klebt es immer noch zwischen den Sohlen. Wenn dieser König wirklich der Bienenschwarm, die Königin ist. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Er war ein Bienenschwarm. Er hat sich in Bienen aufgelöst und ist woanders hingeflogen. Das könnte tatsächlich problematisch werden. Und ich denke, das ist ein Problem, das unsere Kundigen wohl eher angehen können als wir beide. Ich denke nicht, dass mit einer Klinge dort viel auszurichten ist. Nein, und das Einzige, was ich jetzt im Kopf gehabt hätte, wäre diese Gestalt aus Rauch, die ich beschwören kann. Aber dafür hätte ich halt die Kerze anzünden müssen. Ich weiß nicht, ob Bienen besonders positiv auf Rauch reagieren. Immerhin ist es ja ein Unteraspekt des Feuers. Und Feuer mögen sie nicht. Ich würde mich nicht unbedingt darauf verlassen. Ich habe einen Plan. Ich werde ihn Iserun und Theonin und... Ich werde ihn den beiden antragen, wenn sie wiederkommen. Kommt, lass uns zurück ins Hotel gehen. Ich bin mir sicher, Raffin sollte auch bald eintreffen. Nun dann. Ja. Ja, so könnt ihr wieder alle gemeinsam zurück in das Hotel Kaiserdrache. Wir schreiben mittlerweile schon den frühen Morgen vom nächsten Tage. Und ihr habt immer noch nicht geschlafen. Wolltet ihr noch irgendetwas tun? Raffin hat jetzt was nach draußen transportiert? Kistenweise Chemiker, damit die Wache... Es ist relativ einfacher, den Praios-Tempel zu verteidigen. Ja, und das sieht ihr auch. Wenn sie die. Eigentlich hauptsächlich dafür, dass die Bauern nicht komplett überrannt werden innerhalb von 2 Minuten. Dann könnt ihr in der Zeit auch schon den großen Wagen mit den alchemistischen Karren könnt ihr dann in einer Gasse abstellen. Du kannst dann da wohl noch 20 Ghule schlachten, die dann wohl irgendwie vorbeikommen und euch angreifen wollen. So ein bisschen schnüffeln und. Ja, wenn du sie halt umgebracht hast, kannst du da sicherheitshalber den Karren abstellen, damit die Söldner, wenn es dann zum Kriege kommt, auch das Brandöl vor Ort und Stelle haben. Ja, wunderbar. Ich würde sonst einfach Koriana sagen, dass sie da mal ein paar Männer hinstellen soll. Ja. Hat sie auch. Die hat ja genug. Genau. Okay. Abelmir, Iserun, wollt ihr noch irgendwas tun? Morgwin ist verschwunden. Ihr könnt die Sachen sicherstellen. Der Turm gehört euch. Ich würde den Turm nochmal von Kopf bis Fuß auf den Kopf stellen, sozusagen. Nach irgendwelchen Büchern, Artefakten, was auch immer. Keine Ahnung. Ja, vor allem viele Aufzeichnungen zu zaubern aus Limbus und Zeit.
Also alle Aufzeichnungen nehmen wir natürlich mit. Mhm. Falls es da noch irgendwelche Verbrauchsgüter gibt, mit denen man Alchemiker herstellen kann, würden wir die wahrscheinlich auch gerne mitnehmen, oder? Sehr wenig. Sehr wenig. Gut, wenn er eh keine hat. Ja, wenn es da sonst nichts Interessantes gibt, dann würde ich gerne noch ein bisschen Zeit darauf verwenden, das Portal zu untersuchen. Eine gute Idee. Also ich würde auf jeden Fall den Stab mitnehmen als Beutegut. Ja, Stab könnt ihr mitnehmen, die paar Sangurit-Splitter könnt ihr mitnehmen, auch wenn ihr euch mit Sangurit nur in der Theorie auskennt bisher und noch nicht in der Praxis dann Anwendung gefunden hattet, aber ihr könnt ihr definitiv mitnehmen. Das Portal ist auch instabiler geworden und wenn ihr dann mit genug Zeit euch auch nochmal den Rest von der Villa ansehen, könntet ihr im Untergeschoss noch ein großes Bassin finden, in dem dann die Blut... in dem das Blut dann aufgefangen wird. Damit kann man dann dieses Portal speisen und versorgen. Da wurden wohl vor allem Wahlblut wurde da benutzt. Das sind zwar keine kulturschaffenden Wesen, aber wenn man genug Blut rein tut oder genug Lebenskraft opfert, dann wird das Portal trotzdem stabilisiert. Also auch da findet jemand direkt den Abnehmer von vor seiner Haustür. Okay, also das heißt aber, dass das Portal nicht die ganze Zeit offen ist, wenn das jetzt schon instabil wird, oder? Also man kann da ein paar Mal durchgehen. Das ist dann abhängig davon, wie viele Personen durchtreten, nicht von der Zeit. Und wenn dann jemand durch den Limbus transportiert wurde, dann wird das Portal schwächer und dann muss man irgendwann Blut wieder drauf gießen. Ach so, aber die konnten quasi durchsehen, wenn da jemand gekommen ist. Nee, kannst du nicht. Du kannst da einfach nur Limbus-Nebel erkennen. Also die haben wohl, wenn du das mit dem Odem nochmal analysierst, es gibt da natürlich eine Wechselwirkung und die haben dann sicherlich auch herausgefunden, dass dann irgendjemand in der Villa steht. Auch weil Abel mir von der anderen Seite mit dem Odem analysiert hatte. Gut, ja, dann würden wir das, glaube ich, so lassen. Oder möchtest du noch irgendwas hier mit? Nee, ich denke nicht, also... konntest du herausfinden, wie lange es noch hält, etwa? Rosti? Oh, 5-6 Anwendungen. Alles klar. Okay. Ja, ich würde sagen, den gleichen Weg wieder zurück durch die Hintertür. Okay. Dann schreiben wir den vierten Travia und ihr befindet euch allesamt wieder in eurer kleinen Hotel-Suite. Könnt dann nach draußen auf die Straße blicken und seht dort wie immer noch die Söldner, die nicht mehr auf Boltax warten, aber doch sich bereithalten für einen Gegenschlag, den ihr ausrufen könnt, wann auch immer ihr wollt. Ah, Theonin, Sinestra, ihr seid auch wieder da, hervorragend. Ja, den Auftrag erfüllt. Umso besser. Gab es Schwierigkeiten? Nicht mehr als gedacht. Nun ja, er hatte eine Schülerin. Wohin sie verschwunden ist, keine Ahnung. Aber sie ist 7. Ich denke nicht, dass sie eine großartige Bedrohung sein würde. Vielleicht kann man sie sogar noch auf den rechten Pfad zurückführen. Ihr meint, wenn ihr sie wieder zu fassen bekommt, ja? Ja, aber das ist kein dringliches Problem. Und ich schlage vor, dass wir erstmal ein wenig wohlgebräuchlichere Ruhe finden. Bevor wir uns dann heute Abend... mal eigentlich ein Ziel annehmen. Ist Koriana hier? Nee, die ist unten beim Prios-Tempel und beobachtet die Orks. Asavos da. Okay. Und wenn sich ansonsten niemand mehr irgendwelche Informationen über unsere anderen Ziele mächtigen will, nehme ich an, dass es das dann auch war. Den Schlag gegen Konkerer, wenn die Drachengarde nicht unbeantwortet lassen. Ich denke, wir sollten uns noch einige Kräfte aufsparen für die Pyramide selbst. Auf jeden Fall, ja. Auch sie wird bewacht sein. Frage ist, wie wollen wir, nachdem wir Kunkara getötet haben, dann weiter verfahren? Wir müssen schnell handeln. Er lebt in einer Spalte im Molchenberg. Ich nehme an, über einen solchen lässt sich auch hinaufkommen. Es behagt mir nicht sonderlich, vor allem da alles voller Gule sein wird. Aber es ist wohl... der deutlich unauffälligste Weg hinaufzukommen. Mit Glück wird der Drache nicht einmal bemerken, dass wir seine Pyramide ausgeraubt haben. Nicht die Ghule sind das, was mir Angst macht. Oh. Nein. Hört ihr das? Ist das eure Fee?
Das ist ja fürchterlich. Ich guck mal in meinen Bart. Woher kommt das? Ich horche mal in Voltags Bart. Weint sie oder lacht sie? Ich versuche mal das zu orten. Ist das eure Fee? Nein. Und wer lacht denn dann hier? Ich würde mich mal umgucken. Sinnschärfeprobe für euch alle. Das wird um 13 Punkte. Oh, 2 Punkte habe ich. Dämmerungssicht bringt mir nichts, oder? Nee. Gut, dann nur 7 wieder. Ja, mir ist die Probe auch erleichtert und du kannst erkennen, wie über euch aus dem Dachbalken sich ein Schatten löst. Aus dem Schatten. Achtung! Zeig nach oben. Spring bereiter. Die Mann nach drin. Wird zur Seite machen. Zieh meine Bohrensichel. Ja, direkt. In dem geschlossenen Raum. Halt, wer da? Ihr seid lustig. Was seid ihr? Geht nicht so nah dran. Ich positioniere mich mal irgendwie vor Boltax und Abelmir. Er löst sich gerade, hat wohl die Beine um einen Balken geschlungen und hängt jetzt kopfüber wie eine Fledermaus runter. Er ist komplett in Schwarz gekleidet. Ihr könnt wohl verschiedene Symbole an ihm erkennen. Unter anderem Fex. Oh. Ihr seid... Die Schwarze mit euch. Ihr seid Raskat. Richtig.